Freunde, spannendes Thema. Da werde ich so oft gefragt. In den letzten über 30 Jahren war das sicherlich mit die häufig gestellteste Frage überhaupt, ist das Thema der besten Ernährung oder Ernährungsweise. Was ist die beste Ernährung, beste Ernährungsweise, beste, N hinten dran schon beste, N durchstreichen, vergessen wir bitte das N. Was ist da das Beste, was es auf dieser Welt gibt? Denn wenn wir ein Buch lesen über vegetarische Ernährung, ist es das Beste, was es gibt. Wenn wir ein Buch lesen über Ayurveda-Ernährung, ist es das Beste, was es gibt. Wenn wir ein Buch lesen über die vegane Ernährung, ist das das Beste, was es gibt. Wenn wir ein Buch lesen über Paleo-Ernährung, ist das Beste, was es gibt. Wenn wir ein Buch lesen über Mittelmeer-Ernährungsweise, asiatische, das ist das Beste, was es auf dieser Welt gibt. Ja, was ist jetzt das Beste? Das ist dann immer die große Frage von allen. Die haben nämlich dann zig verschiedene Informationen und jedes Buch, was sein Dogma vertritt, hört sich super an, ist super geschrieben, denn ist meistens ja auch noch von Textwritern geschrieben, sodass es sich auch richtig gut anhört. Und dann steht der normalsterbliche Mensch, der jetzt keinen großen Plan hat, steht da und überlegt, ja, was mache ich jetzt vegetarisch, vegan, Paleo, Mittelmeer, asiatisch, was mache ich jetzt? Die große Frage, ne? Die ganz große Frage, und da möchte ich heute bei diesem Video ein bisschen Aufklärung reinbringen, und zwar Folgendes müssen wir wissen. Wenn wir Bücher lesen, wenn wir Publikationen, wenn wir Erfahrungsberichte lesen von unterschiedlichen Menschen, kristallisiert sich Folgendes raus. Viele Menschen ernähren sich eine ganze Zeit lang furchtbar bescheiden. Furchtbar ungesund, bewegen sich nicht und was passiert? Sie werden irgendwann einmal krank, bekommen irgendeine Krankheit. Und dann wissen sie, ja, zu wenig Schlaf, schlecht gegessen, nicht bewegen, das war keine gute Idee und hat dazu geführt, das ist da das Wissen, dass man dort landet. So, und jetzt wird auf einmal angefangen, mehr zu schlafen. Regelmäßig zu trinken, Wasser zu trinken, kein Alkohol, keine Alkoholpops mehr, keine Süßgetränke mehr, nichts mehr, sondern nur noch Wasser. Und grüner Tee, logischerweise. So, dann schwarzer Kaffee. Dann wird sich regelmäßig bewegt, 3-4 Mal Sport in der Woche, draußen womöglich auch noch. Dann wird auch mehr Achtsamkeit auf sich genommen, mehr Ruhezeiten eingeplant und es wird von ganz bescheidenem, furchtbarem, industrialisierten Essen wird umgestellt auf eine gesunde Variante, zum Beispiel in Form von Mittelmeerkost, asiatische Kost, vegetarische Kost, Paleokost und vegane Kost. Also von krass beschissen auf eine gute, gesunde Ernährung mit jeweiligen Parametern wie vegan, vegetarisch, Paleo. So, was wird letztendlich passieren? Natürlich, der Mensch, der vorher sich furchtbar beschissen ernährt hat, der Mensch, der davor nur Schindluder betrieben hat, sich nicht bewegt hat, ja, der fühlt sich auf einmal viel besser. Fühlt sich gigantisch, hat auf einmal so viel Energie, kann viel besser schlafen, hat viel mehr geistige Leistungsfähigkeit. Sein Körper verändert sich, seine Körpersprache verändert sich, sein Mindset verändert sich. Sein Charisma verändert sich. Ja, und da ist natürlich nur genau diese Art von Ernährung zuständig. Das hat es gebracht. Der Rest außenrum wird nicht beachtet oder oftmals vergessen. Denn, gehen wir jetzt mal folgendes Szenario durch. Also wir haben jetzt hier einen Mischköstler. Mischkost, der isst alles. Wurst, Backwaren, Fastfood, Pizza, Süßigkeiten, volles Programm. Ungesund,
schläft ungesund und macht keinen Sport, trinkt Alkohol, nimmt keine Rücksicht auf sich selber und stellt jetzt um auf vegan. Und zwar vegan gesund. Ihr wisst ja, es gibt vegan gesund und gesund. Also es gibt vegane Sachen, die momentan industriell hergestellt werden. Da bezweifle ich, dass sie noch gesund sind, weil da viele Stoffe drin sind, die in Natur nicht vorkommen. Also vegan gesund, also so richtig Natur selbst vorbereiten, eigener Garten, die Kartoffeln selber rausziehen, die Karotten selber anzüchten, Bio, alles super, was gut ist. So, was wird passieren? Was wird dem Mischköstler passieren? Er wird sich besser fühlen. Er wird mehr Leistungsfähigkeit haben. Er wird viel mehr Leistung haben. Warum? Weil sein Körper, seine Verdauungsorgane viel weniger Arbeit haben mit Schrott abbauen. Die Leber muss sich viel weniger damit beschäftigen, mit Müll zu verstoffwechseln. Der Darm funktioniert wesentlich besser. Und die Rohstoffe, die im Körper ankommen, sind viel wertvoller. Und dadurch, dass die Verdauungsorgane weniger Energie verbrauchen, ist er leistungsfähiger. Und somit ist es für ihn, für die arme Sau, die vorher nur Schrott gegessen hat, ist das die beste Ernährung auf der ganzen Welt. Es gibt nichts Besseres, weil er sich vorher bei einer Leistungsfähigkeit von 30-40% befunden hat, weil er auch keinen Sport betrieben hat und nichts Gescheites getrunken hat. So, und dann hat er hier maximalen Erfolg. Würde jetzt aber dieser Mischköstler umsteigen auf Paleo, fast ohne Kohlenhydrate, weizenfrei, gesundes Fleisch, gesunder Fisch, natürlich würde er wieder sich wesentlich besser fühlen, wie wir den Schrott, was er vergessen hat. Macht er dazu noch Sport? Schläft er besser? Trinkt er mehr Wasser? Ja, was ist dann? Dann ist die Paleo-Ernährung ist das Nonplusultra. Er wird unheimlich leistungsfähig werden. So, jetzt ist die arme Sau nicht Veganer und auch nicht Paleo, sondern er entschließt sich, okay, ich mache eine gesunde Mischkost, frei von Fastfood, frei von zu viel Kohlenhydraten einfachen, frei von Schadstoffen, gesundes Fleisch, nicht zu häufig Fleisch, Vollwertprodukte, Vollkornprodukte, mehr Gemüse, auch Sport dazu, auch besser schlafen. Ja, was ist dann bei ihm? Dann ist der Mischköstler auf einmal ein gesunder Mischköstler und sagt, bam, das ist die beste Ernährung, die es auf dieser Welt gibt. Das gleiche Spiel gilt natürlich auch, er wird Vegetarier, gesunder Vegetarier, wo nur gesunde vegetarische Nährstoffe zuführt, lässt die Süßigkeiten weg, isst nur dreimal am Tag, sorgt für einen ausreichenden Blutzuckerspiegel. Ja, was ist er dann? Der King of vegetarische Ernährung sagt, vegetarisch ist das Geilste, was es gibt. Und was macht er dann? Er geht her und schreibt ein Buch, wie geil er sich fühlt. Er geht her und gibt Seminare. Er geht her und gibt Webinare und schreibt, boah, das ist das Geilste, was es gibt. Ja, geht euch jetzt mal ein kleines Lichtlein auf. Ich hoffe, das soll den Lichtlein aufgehen. Deswegen, ja, es gibt zig verschiedene Wege, sich gesund zu ernähren. Und das, was der Durchschnittsbürger im Moment betreibt an Ernährung in Mitteleuropa, ist eine kleine Katastrophe, weil immer mehr Menschen sich mit artfremden Stoffen zustopfen. Ja, und es ist nicht nur das Fleisch. Nein, es sind auch die schlechten Kohlenhydrate. Es ist auch das Fastfood. Es sind auch die ganzen Konservierungsstoffe, die ganzen Farbstoffe. Da redet kein Mensch drüber. Im Moment ist nur das Fleisch im Vordergrund. Das ist ein Fehler, dass wir zu viel Fleisch essen in zu schlechter Qualität. Aber es gibt noch ein paar andere Haken. Wie Fastfood, wie Alkohol, wie zu viel Alkohol, zu wenig Schlaf, zu wenig sauberes Wasser. Ja, diese Faktoren tragen auch dazu bei, das darf man nicht vergessen. Aber im Moment ist es immer nur so, das, was gerade so draußen im Mainstream gepusht wird, das ist schlecht und alles andere wird vergessen. Die ganzen Konservierungsstoffe, den ganzen Müll, was wir uns reinstopfen, ist völlig bums egal. So, genau, Freunde. Und das wollte ich heute euch mal mit diesem Beispiel klar machen, zeigen, aufzeigen. Jetzt könnt ihr selber mal entscheiden, was ihr machen wollt. Es sollte auf jeden Fall gesund sein. Es sollte auf jeden Fall so natürlich wie möglich sein. Es sollte eine so weit wie möglich art- und bedarfsgerechte Ernährung sein. Das kann auch mit gesundem Fleisch sein, in der richtigen Menge. So ist es nämlich nicht. Und ich hoffe, dass euch das ein bisschen die Augen geöffnet hat.
ihr Lieben da draußen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Umsetzen vom gesunden Lifestyle.